Hi zusammen, ich habe heute wieder ein Unpacking für euch und zwar ein ganz, ganz, ganz besonderes. Denn ich habe dieses super, mega niedliche Paket hier bekommen und da sind Weihnachtsgeschenke drin, die ich von einer sehr, sehr lieben Freundin geschickt bekommen habe. Ja, sie hat auch einen YouTube-Kanal, den werde ich euch unten in der Infobox verlinken. Und ja, ich bin schon total aufgeregt, weil ich überhaupt nicht weiß, was drin ist. Und dieser kleine süße Typ hier bewacht es schon die ganze Zeit. Und ich bin einfach mega happy und musste eben noch warten, bis die Kamera Akku geladen hatte. Und jetzt bin ich einfach nur glücklich, dass ich es auspacken kann. Es war noch in so Packpapier eingepackt. Das habe ich jetzt schon mal weggemacht, weil ich dachte, sonst kämpfe ich wieder stundenlang erstmal gegen das Packpapier. Das war nämlich sehr gut verklebt. Vielen Dank, Svenja. Und ja, nochmal hier der kleine süße Levi. Echt niedlich mit der Weihnachtsmütze und anstatt seiner Waffen hat er einfach mal ein paar Zuckerstangen dabei. So, so süß gemacht. Und hier ist auch ein kleiner Rilakkuma-Zettel drauf. Da steht, da eins deiner Geschenke noch immer nicht angekommen ist, bekommst du wenigstens die anderen. Ich hoffe, sie gefallen dir. Und bitte wieder Vorsicht mit der Schere beim Aufschneiden. Ja, dazu muss ich sagen, dass ich letztes Jahr, als ich Geschenke an Weihnachten versucht habe aufzumachen, die auch in einem Paket ankamen, habe ich mir böse, böse in die Hand geschnitten und da habe ich heute noch eine Narbe von. Und das war nicht so toll, sich am 24. erstmal gute 3, 4 Zentimeter lang die Hand aufzusäbeln. Ja, ich hätte mir was Schöneres vorstellen können. Und deswegen wollte man mir dieses Weihnachten übrigens schon die Scheren alle verbieten. Ja, ich musste sie mir zurückerobern, sogar um Geschenke einzupacken, weil man gesagt hat, böse Zungen behaupten, dass ich und Schere keine gute Kombi wäre. Hallo? Finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber gut. Ja, ich werde, weil ich ja vorsichtig sein soll, das hier jetzt kurz voröffnen und den hier nämlich in Sicherheit bringen, weil ich nicht will, dass es am Ende noch so ist, dass ich den hier aufschlitze statt das Paket. Und dann sehen wir uns sofort wieder. So, ich habe das jetzt mal aufgemacht und den kleinen Levi von dem Paket runtergemacht. Er hat sich ein bisschen gewehrt, muss ich gestehen. An der einen Stelle hat er ein bisschen von seiner hinteren, vom hinteren Papier verloren, aber er hat es überlebt. Glücklich. Ja, ich habe das jetzt aufgemacht und habe tatsächlich versucht, gar nicht reinzunasen. Währenddessen, weil ich das ja hier vor der Kamera auspacken möchte. Das heißt, ich habe noch nichts gesehen. Und den hier, den kleinen Schatz, den verabschiede ich jetzt in irgendeine Ecke, wo ihm nichts passiert. Und dann widme ich mich diesem schönen Paket hier. Okay. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Mir wurde schon eine sehr individuelle, coole Weihnachtskarte angekündigt. Und oh mein Gott, ist die süß. Ja, und schwer zu erkennen, das hier sind Eren und Levi aus Attack on Titan. Als Weihnachtsmänner. Levi sieht so übelst begeistert davon aus. Ich glaube, ja, ein bisschen Angst sollte man haben. Hier steht frohe Weihnachten, viel Spaß mit deinen Geschenken. Ich hoffe, sie gefallen dir. Und natürlich deine Weihnachtskarte, auch wenn Santa Joe etwas grimmig aus der Wäsche guckt. Hab dich lieb, deine Svenja. Ich sag ja, er guckt, als ob er töten möchte. Aber diese Karte ist einfach nur zu genial. Und sie ist selbst gezeichnet, was ich super süß finde. Oh mein Gott, ist das niedlich. Ich kann es gar nicht weglegen. So süß finde ich das gerade. Ich werde die auf jeden Fall, keine Ahnung, ich muss die einheften oder so. Ich muss die in so eine Klarsichthülle machen, weil die ist einfach so mega, mega niedlich.
Dankeschön, vielen, vielen Dank. Die kommt mit dem kleinen Levi irgendwo in die Ecke. Oh Mann, die Karte ist an sich schon so cool. Ich weiß nicht, wie die Geschenke das jetzt noch toppen sollen, aber gut. Einmal Füllmaterial zur Seite. Ich bin mal gespannt. Und ja, ich würde sagen, ich ziehe einfach oben so munter runter. Das Geschenkpapier ist süß. Ich finde das niedlich. So. Mal gucken, wie ich das mit einer Hand hinkriege. Ich bin ja immer jemand, ich benutze lieber 20 Streifen zu viel Tesa als zu wenig. Deswegen kämpfen manche Menschen immer gegen meine Geschenke. Aber dann hält es auch wenigstens. Ja. So. Oh nein. Oh mein Gott, ist das süß. Oh, wie süß. Jetzt geh doch da weg, du blöde Schleife. Das ist ein kleiner, süßer Schneemann und der ist voll niedlich. Ich nehme an, das ist eine Kerze, aber die kann man ja nicht abbrennen, weil der ist so süß. Oh mein Gott, ist der niedlich. Oh, wie niedlich. Ja, den stelle ich mir mit Sicherheit irgendwo auf. Ich schmeiß den Müll hier einfach mal an der Seite runter. Sehr, sehr niedlich. Dann machen wir gleich das zweite auf. Geh schon. Was ein Kampf. Und da ist gleich noch einer. Voll süß. Total niedlich. Oh mein Gott. Ja, wenn ich umgezogen bin, stelle ich die dann irgendwo auf, wo sie schön zur Geltung kommen. Und ich sehe Fressalien. Juhu! Ja, schmeiß halt alles rum. Plätzchen! Yummy! Wie lecker! Und hier ist Marzipanbrot. Ich liebe Marzipan. An Marzipan könnte ich mich totfressen. Ganz ehrlich, das ist so eine Sache. Ja, da wird mir furchtbar schnell schlecht von, aber ich liebe es so sehr, dass ich es trotzdem weiter esse. Das ist echt schlimm bei mir. Süß. Milkaherzen. Und hier sind noch ganz viele so Schokoladen, kleine Niki-Lausis, keine Ahnung, voll süß. Muss ich mal hier alle raussammeln. Die sind echt überall verstreut, als ob sie versucht hätten, sich in alle Ritzen zu verstecken. So, da steht was drauf. Für das stylische Shopping-Erlebnis. Okay. Interessant. Jetzt bin ich gespannt. Kommt mir gerade mehr die Kiste entgegen als das Geschenk aus der Packung. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Gott, ist die cool. Ach du Scheiße, wie krass. Das hier ist eine kleine Eule und das sind diese Einkaufstaschen, die in so kleinen Beutelchen drin sind. Und total cool, eigentlich voll die witzige Idee. Oh mein Gott, ist die niedlich. Oh mein Gott. Die ist voll cool. Ich finde es gerade voll genial. Ja, die ist echt niedlich. Okay. Da steht auch was drauf. Du wirst nie erraten, was da drin ist. Lass mich raten.
Eine Toilette? Nein, es ist im Zweifelsfall eine Tasse, so wie es sich anfühlt. Aber jetzt bin ich gespannt. Einfach mal auffetzen. Geh weg da. Ich muss später dann diese kleinen Zettelchen hier noch so von den Geschenken abfriemeln. Die habe ich gerade einfach mit runtergeworfen. Die schlimme Person. Hier sind noch mehr kleine Weihnachtsmänner, die sich irgendwie getarnt haben in irgendeiner Lücke. So, jetzt versuche ich das hier mal da rauszukriegen, ohne irgendwie, dass alles zu Bruch geht. So, jetzt ist mir auch noch die Kamera abgeworfen. Oh mein Gott, wie süß! Oh, wie niedlich! Wie krass ist das denn? Eine Eulentasse. Ich liebe Eulen, ja. Muss ich nicht mehr sagen. Aber ich tue es trotzdem. Ich liebe sie. Und ich habe schon von meiner besten Freundin zu Nikolaus eine Eulentasse bekommen. Und jetzt habe ich noch eine Eulentasse. Und ich werde irgendwann eine Sammlung mit ganz vielen Eulentassen aufmachen, wenn es so weitergeht. Und die ist total süß. Die ist echt niedlich. Und die Eule hat ein Geweih, was ich auf ganz bizarre Art und Weise irgendwie cool finde. Ja, ich weiß auch nicht, aber es ist irgendwie cool. Ja, und dann haben wir hier noch etwas. Da stand einfach dein Name drauf. Okay, dann bin ich jetzt einfach mal voll gespannt und hab voll keine Ahnung. Und ja, das Geschenkpapier ist auch voll süß. Wieso gibt es bei uns nicht hübsches Geschenkpapier? Ich hatte zu Weihnachten einen Haufen hässliches Geschenkpapier und nur ganz wenig schönes. Naja. Wieso kriege ich das jetzt nicht auf? Ja. Es will nicht. Es weigert sich. Das ist jetzt die Strafe dafür, dass ich meine Geschenke immer mit 1000 Tesastreifen zuklebe. Komm da raus. So, ich habe es befreit. Und es ist ein Schal. Oh mein Gott, wie süß. Oh mein Gott, ist das niedlich. Da sind auch Eulen drauf. Und die sind total süß. Und ich finde die Farbe cool. Das ist so ein mintiges Grün. Und ja. Ich mache einfach mal den Kasten hier weg. So, jetzt habe ich natürlich das Geschenk mitgeschmissen. Manchmal weiß ich auch nicht, was ich tue. So sieht das Ganze aus. Total süß. Oh mein Gott, ist das niedlich. Ich kotze gleich vor Niedlichkeit. Oh mein Gott, das ist total süß. Ja. Da steht mein Name drauf, ganz groß steht da. Mia liebt es. Oh Gott, ist das niedlich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Außer danke, das ist total cool. Ich freue mich gerade voll. Ja, ich lege das hier jetzt alles nochmal so dahin. Ich glaube, dieses Paket stand ganz im Zeichen der Eule. So. Wie bin ich da nur drauf gekommen? Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Außerdem war es voll von kleinen, wuseligen Nikoläusen, die, ich glaube, die Welt erobern wollen. Zumindest sind es genügend, als dass sie es schaffen könnten. Und Marzipan war auch drin. Und Plätzchen natürlich nicht zu vergessen. Und hier diese zwei super niedlichen Schneemänner. Total süß. Ich habe mich mega, mega, mega gerade über dieses Paket gefreut. Das sind total süße Geschenke. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja,
ein Video, das ich jetzt einfach drehen musste. Es ist mir einfach voll egal. Ich musste das jetzt einfach drehen und diese Freude teilen. Ja, ich bin total hin und weg. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich will mich am liebsten in den Geschenken wälzen und drin rollen und schreien wie eine Geisteskranke. Juhu. Deswegen beende ich am besten jetzt dieses Video, damit ich das alles machen kann. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Und ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich, weil das ist super cool. Und ich werde jetzt, keine Ahnung, Tee aus dieser Tasse trinken und dann mich in Geschenken rollen. Jo, bis zum nächsten Video. Ciao.